just trying to figure out if others want to join. Wir warten mal noch kurz ab und schauen, ob vielleicht noch mehr Leute zu uns kommen. So, welcome to our Herzlich willkommen zu unserer ersten Breakout sozusagen. Drei verschiedene Spotlights wird es geben. Und hierbei geht es um die Natur, verklärte Träume, Natur und koloniale Unterwerfung. Nach einem wirklich ziemlich kraftvollen Eröffnungspodium werfen wir jetzt ein wenig mehr Licht auf ein bestimmtes Thema, verschiedene Unterthemen. Und es geht natürlich immer in die gleiche Richtung, also verklärte Träume und Räume, Natur und koloniale Unterwerfung. Und bevor wir nun beginnen, möchte ich Sie gerne informieren, dass einer unserer Podiumsteilnehmer, Bernhard Giesebel, leider heute nicht dabei sein kann. Sie haben sicherlich seinen Namen im Programm gelesen. Er hat leider einen familiären Notfall und kann deswegen nicht bei uns sein. Herr Bernhard Giesebel vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte kann leider also nicht dabei sein. Aber ich hoffe, dass wir die Möglichkeit haben werden, einige der Themen mit abzudecken, die Bernhard vielleicht übernommen hätte. Im sogenannten Deutsch-Ostafrika, in der Kolonialzeit, war der Naturschutz ein integraler Bestandteil des kolonialen Projektes. Es war Teil der Ausbeutung und Unterdrückung, die das System ja mit sich brachte. Die Bewahrung von Fauna und Flora fand in ausgewiesenen Gebieten statt und man erklärte sie als Wildnis. Dies diente natürlich auch der Herrschaftssicherung, der Vertreibung von Menschen und natürlich auch der Verlagerung von traditionellen Wirtschaftsformen und natürlich auch traditionellen Lebensformen. Und bis heute sind diese gewaltsamen Eingriffe nicht spurenlos an der Gesellschaft und an der Natur vorbeigegangen und haben wirklich große Auswirkungen auf den Tourismus. Sie sind ein wirklich wichtiges Thema der Entwicklungszusammenarbeit und natürlich auch privater Anstrengungen, die Natur zu bewahren. Und das ist das, was wir uns hier heute in dieser kleineren Runde anschauen werden. Nun möchte ich gerne zu unseren Podiumsteilnehmern kommen. Auf der rechten Seite haben wir Dr. Laiba Kalanga Moko. Er ist Anthropologe und arbeitet an der Freien Universität Berlin am Institut für Sozial- und Kulturanthropologie, dort postdoktorale Studien, die er dort ausführt. Das Programm heißt, soweit ich weiß, effektive Gesellschaften. Er untersucht Dynamiken, wenn es zur Begegnung von verschiedenen Gemeinschaften kommt. Wir sprechen hier ganz besonders über die Maasai Gemeinschaft und dabei geht es natürlich auch um die koloniale Vergangenheit und ehemalige Besetzung dieser Gebiete. Darüber können Sie natürlich mehr erfahren. Es gibt sehr viele interessante Videos, die Sie auf der Webseite von Herrn Laiba Kalanga Moko finden und natürlich auch auf der Webseite seines Programms. Da ist natürlich wesentlich besser erklärt, worum es geht in seiner Forschung, als wie ich das jetzt hier tun kann. Dann haben wir Jimson Sanga. Jimson ist von der Iringa-Universität. Iringa ist ein Ort, befindet sich im Süden Tansanias. Und er ist Professor an der dortigen Universität. Und dort geht es in dem Bereich kulturelle Anthropologie und Tourismus. Und er arbeitet mit dem Regionalmuseum zusammen. Es kam ja die Frage auf nach kleineren Museen, also nicht offiziellen Museen sozusagen, und wie diese die Aufarbeitung der Geschichte ausüben. Und das ist tatsächlich ein solches Museum, dieses Regionalmuseum, in dem er auch tätig ist. Und da geht es um die Bewahrung von kulturellem Erbe. Und es befindet sich im sogenannten Boma.
Das war das Verwaltungsgebäude, das von der deutschen Kolonialregierung auch eingesetzt wurde. Jimson arbeitet mit dem Museum zusammen und sie machen auch Forschung zur Herkunftsgeschichte von gewissen Gütern zusammen mit deutschen Museen. Dann haben wir noch bei uns, ja, ich denke, das ist wahrscheinlich ein Applaus wert. Herzlich willkommen, Jimson. Und dann haben wir bei uns noch Linda Popper. Linda ist die Geschäftsführerin von Survival International, eine Nichtregierungsorganisation. Da geht es um die Themen der Bewahrung dekolonialisierter Kultur oder Naturschutz. Dekolonialisieren ist das Thema oder die Kampagne, in der sie arbeitet, mit einem Ansatz im Natur- und Klimaschutz, bei dem die indigenen Völker im Zentrum stehen. And you did extensive work. Sie haben relativ tiefgehend gearbeitet im Bereich der Menschenrechtsverletzungen in Tansania, ganz besondere für die Maasai. So we will start our. Und damit können wir eigentlich auch loslegen. Anfangen möchten wir mit einem kurzen Referat von Leiber. Da geht es um die Fragen der Natur, der selbst erbauten Natur, der Naturschutzparks, Naturschutzgebiete. Man hat diese Parks eingerichtet als natürliche Gebiete, die frei von menschlichen Aktivitäten sind. Und ich freue mich auf Ihre Erfahrungen und Ihre Forschung mit den Gemeinschaften, die in diesen Gebieten leben. Diese Gebiete, die von den Kolonialherren, von der deutschen Kolonialregierung als solche Wildparks ausgewiesen wurden. Thank you very much. Ja, vielen herzlichen Dank. Thank you everyone for, coming to this. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Spotlight. Vielleicht fange ich kurz damit an, noch einmal klarzustellen. Wenn wir mit der Kolonialzeit umgehen und uns damit beschäftigen, auch aus der Perspektive der ethnografischen Museen, dann schaut man sich natürlich auch die Sammlungen an, die vielleicht aus Tansania stammen. Und wenn man über Tansania spricht, da gibt es so wahnsinnig viele verschiedene ethnische Gruppierungen. Und das ist natürlich auch noch ein großes anderes Thema. Ich bin vielleicht nicht unbedingt ein Experte, wenn man sich die westliche Wahrnehmung der Bewahrung dieser Sammlungen anschaut, aber ich würde mich eher betrachten als vielleicht tatsächlich ein Opfer dieser westlichen Form der Konservierung, der Bewahrung von Schätzen der Vergangenheit. Ich möchte also eher aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und ich gehöre der Maasai-Gemeinschaft an. Ich bin selbst Maasai und dies ist eine der am stärksten marginalisierten indigenen Bevölkerungsgruppen in Tansania. Ich spreche also aus eigener Erfahrung. Wenn man sich die Bewahrung von Kulturschätzen anschaut und die ethnografische Museen, das sind tatsächlich nicht unbedingt unterschiedliche Institutionen. Man muss das zusammendenken. In den Museen spricht man oft von Bewahrung und auch in der Natur geht es um das Bewahren, also um den Schutz der Natur. Es gibt da also gar keine deutliche Abgrenzung. Wenn man ein wenig in die Geschichte zurückdenkt, was den Naturschutz betrifft. Ich möchte da gar nicht so weit in die Tiefe gehen, aber das ist tatsächlich eine koloniale Herangehensweise. Die deutsche Kolonialgeschichte finden wir natürlich da ganz zentral wieder, wenn es um den Naturschutz in Tansania geht. Um,
It was something that was brought to Tanzania during German colonial time. Tanzania hat erste Berührungspunkte damit während der Kolonialgeschichte gehabt und viele der Menschen, die die Geschichte aufarbeiten, sind tatsächlich auch die Menschen, die auch in anderen Gesprächen auftauchen, jetzt hier auch in unserem Eröffnungspodium zum Beispiel. Und Bernhard, der zu Beginn ja sprach, er sprach über einen der Kolonialherren, Hermann von Wissmann, denke ich, war sein Name. Ich fand das ganz interessant, denn er war ja Gouverneur während der Kaiserzeit in Tansania und er hat eine ganz zentrale Rolle gespielt. Wenn man sich das Thema des Naturschutzes anschaut und die Einrichtung der Wildparks, also Wildtierparks, das sind ja genau diese Bereiche, wo man üblicherweise davon ausgeht, dass Menschen dort nichts verloren haben. Also man trennt tatsächlich das Wildtierleben vom Menschenleben. Auf diese Art und Weise versucht man eben Wildtiere zu schützen vor menschlichen Übergriffen. Und in diesem Sinne spricht man wahrscheinlich von einem kolonialen Naturschutz. Und ich glaube, das ist auch genau das Thema, dass solche Räume eingerichtet werden, die tatsächlich frei von Menschen zu halten sind. Mit der Ideologie oder einer Idee dahinter, dass die Menschen die Natur zerstören, dass der Mensch als Feind des Wildtieres zu betrachten ist. So the first general wildlife ordinance for in German East Africa. Also die erste Verordnung, die in Deutsch-Ostafrika herausgegeben wurde, war 1896. Das waren also 8 Jahre, nachdem quasi diese offizielle Kolonialzeit in Deutschland begonnen hat. Und Hermann von Wissmann, den ich gerade schon nannte, er war da wirklich einer der Federführer dieser Aktionen. Er wollte den zukünftigen Generationen die Möglichkeit geben, dass auch in Tansania noch Jagdgründe vorhanden sind, dass man seine Freizeit in dieser Natur verbringen kann. Es ging also tatsächlich darum, diese Räume zu bewahren, damit zukünftige Generationen die Möglichkeit haben, jagen zu gehen. Und das ist tatsächlich auch ganz interessant, wie während der Kolonialzeit der Naturschutz betrachtet wurde. Das war also ganz eng verbunden mit dem Jagen. Und viele Kolonialherren hatten tatsächlich diese Idee und viele von ihnen selbst waren Jäger. Das heißt, man hat da so ein bisschen diese Ideologie dahinter gehabt, dass man diese Jagdgründe bewahren wollte, auch für spätere Generationen. Wissmann stammte aus Frankfurt und er war Militäroffizier. Frankfurt an der Oder und arbeitete eben für die deutsche Kolonialregierung. Er war an vielen verschiedenen Expeditionen beteiligt, an der Küste und auch andernorts. Er hat also diese Idee der Jagdreservate ins Leben gerufen. Und also others colonial officers supported the idea. Und auch andere Kolonialherren unterstützen diese Idee. Also Carl Schilling ist ein weiterer solcher Vertreter. Und seine Idee war, diese Naturgebiete einzurichten, damit eben wohlhabende Jäger von auswärts kommen könnten, aus Europa, aus Deutschland, um dann daraus eine Geschäftsidee zu machen tatsächlich. Man würde das Geschäft so ausführen, dass es tatsächlich gewinnbringend wäre,
und damit die Kolonialisierung weiter voranzutreiben und aus den Kolonien den größtmöglichen Gewinn zu ziehen. Im Jahr 1911 dann. Ich möchte jetzt die Geschichte auch gar nicht sehr weit ausbreiten, aber Sie wissen ja, dass die deutsche Kolonialzeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg vorbei war, als Tanganyika dann in die Hände der britischen Regierung übergeben wurde. Es wurde dann also zur britischen Kolonie. 1911 hat die deutsche Kolonialregierung erklärt, dass es schon 15 solcher Schutzgebiete also es gab damals schon 15 dieser Schutzgebiete, die als Jagdreservate ausgewiesen waren. Und das sind einige Parks, die man jetzt auch noch kennt. Selous zum Beispiel. Der Park wurde nach dem Abenteurer Frederick Courtney Selous benannt. Das gleiche gilt für den Serengeti-Park. Der wurde ja ursprünglich als Wildtierreservat eingerichtet. Dann wurde es später Naturschutzgebiet. Ngorongoro ist ein weiterer solcher Ort. Und man könnte auch später noch einmal darüber nachdenken, welche Rolle die Deutschen da tatsächlich gespielt haben, wie Bernhard Schimek zum Beispiel. Und er ist ein relativ gefeierter Naturforscher hier in Deutschland, aber die Wahrnehmung in Tansania ist eine ganz andere. Also das ist nicht unbedingt das Gleiche, was man dann hören würde, wenn man nach Tansania fährt. Aber er hat auch diesen Terminus erfunden und er benannte Ngorongoro als Weltwunder. Ja, gibt es sehr viele verschiedene Themen, die sich miteinander überschneiden. Man hatte die Idee, dass man also in diese Wildnis gehen könnte und diese so viel wie möglich genießen könnte. Und vielleicht noch einmal kurz, um das in Verbindung zu bringen. Das ist ja etwas, was auch jetzt relativ aktuell ist. Dr. Schule sprach über Kolonialgesetze, die man quasi auch heute noch findet. Und ich glaube, das betrifft auch diese Naturgesetze, die in Tansania derzeit gelten. Diese gehen immer noch zurück auf die Kolonialzeiten. Und das Prinzip der Wildnis ohne Menschen folgt immer noch dem gleichen Ansatz. Auch diese Zwangsvertreibungen von dort ansässigen Bevölkerungsgruppen, wirklich brutale Vorgehensweisen im Sinne des Naturschutzes. Und ich glaube, das schlägt so ein wenig den Bogen zu dieser Podiumsdiskussion, wo es eben um das Prinzip der Natur und der kolonialen Unterwerfung geht. Also das geht nicht unbedingt nur auf das späte 19., Anfang 20. Jahrhundert zurück, sondern es ist auch jetzt noch sehr, sehr präsent. Und was ich interessant finde, ist, dass man das quasi ganz anders rechtfertigt, also wie man diese Vertreibungen, Misshandlungen, auch Tötungen rechtfertigt, dass man eben eigentlich von dieser Geschäftsidee ausgehend agiert. Also wie man das auch zur Kolonialzeit beobachten konnte, dass man jetzt eben diese Wildtiere schützen möchte und dafür eben andere Bevölkerungsgruppen opfert. Und das ist vielleicht auch noch einmal wichtig, dass die internationale Gemeinschaft noch einmal deutlich zu hören bekommt, dass im Sinne des Naturschutzes eben auch Bevölkerungsgruppen zu leiden haben. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Beitrag und auch ein Rückblick auf die Wurzeln und auch die Entstehung von Nationalparks und ihrer Bedeutung heute und das Erbe des deutschen Kolonialismus und seine heutige Rolle für wichtige Teile Tansanias und seiner Einwohner. With the
Jetzt kommen wir noch mal zu Ihnen. Leiber hat ja gerade noch einen historischen Rückblick darauf gewagt, wie Nationalparks überhaupt etabliert wurden und wie die Menschen dort gelebt haben. Nun aus der Perspektive Ihrer Arbeit, wie steht es um das Erbe? Was ist die Rolle des Erbes auch im Hinblick auf Menschenrechte und der Gemeinschaften, die dort heute leben? Ja, vielen Dank für die Frage und leider auch für den Beitrag. Ich weiß nicht, wie gut Sie die heutige Situation gerade der Maasai im Norden Tansanias kennen. Das ist der Bereich, auf den ich mich konzentriere. Es gibt Vertreibungen und das im Namen von Naturschutz und Trophäenjagd, das ist in Tansania noch akuter als an anderen Orten der Welt. Und auch das kann man tatsächlich auch zurückverfolgen auf den berühmten Bernhard Jimek aus Deutschland. Die Vertreibung von Maasais, da sagt die Regierung, man würde sie freiwillig umsiedeln, aber soziale Dienste wie Schulen und gesundheitliche Dienste werden einfach abgebrochen und es ist eine Zwangsumsiedlung. 150 bis 180.000 Maasai sind derzeit davon betroffen. Man sagt also, es sei eine Umsiedlung und keine Vertreibung. Und die Regierung hat noch mehr solcher Vertreibungen in der Planung. Die Ländereien der Maasais in Tansania, über 100.000 Maasai könnten jetzt vertrieben werden im Namen des Naturschutzes. Und diese Vertreibungen sind schlimm. Die Menschen werden bedroht, sie werden inhaftiert. Und wenn Sie sprechen, das gibt einen Menschenrechtsaktivisten, der aus dem Land fliehen musste, weil er sich gegen diese Menschenrechtsverletzungen ausgesprochen hat, öffentlich. Und es ist dringend. Man kann natürlich fragen, was all das mit Kolonialismus oder dem Einfluss des deutschen Kolonialismus zu tun hat. Leiber hat das schon angesprochen. Ich habe mich natürlich auch gefragt, was ist mein Beitrag, den ich hier leisten kann? Und ich bin natürlich typisch deutsch und als ich groß wurde, wusste ich alles über das afrikanische Wildleben. So dachte ich jedenfalls, Elefanten und Giraffen, wo sie lebten in Afrika und dass es bedrohte Tierarten seien. Und dann habe ich die Fernsehsendungen geguckt und Artikel und Disney-Filme geschaut. Man wusste immer, dass die Natur bedroht ist durch Menschen. Wenn Menschen im Bild auftauchten, dann hatte man immer das Gefühl, dass der Naturschutz nicht gewahrt ist. Und das ist ein Mythos der Kolonialzeit. Ich habe gelernt, dass das Schlimmste im Bild Menschen sind. Und wenn es Weiße waren, dann waren das eben Naturschützer, die das Leben dort schützen wollten. Und die Schwarzen waren dann immer die Wilderer in ihrer Rolle und die die Natur ausbeuten wollten. Die Mythen, die man konsumiert, da wird man vielleicht noch Spuren davon finden. Sie sind in einigen Terra X-Sendungen beispielsweise noch sehr lebendig. Dort wird eine ähnliche Geschichte erzählt. Und das ist ein sehr kolonialistisch geprägter Narrativ, denn die Schwarzen zerstören ihre Umwelt, so heißt es. Und die weiße Elite, die Naturschützer, wollen das Land schützen, weil die Schwarzen einfach nicht wissen, wie sie ihr Land zu schützen haben. Und dann wird das notfalls per Gewalt durchgesetzt. Also als ich klein war, da kannte ich immer Bilder von Rangers, die die Natur schützen wollten mit ihren Gewehren. Und ich fand daran auch nichts Schlimmes. Also auch Möglichkeiten, Menschen zu inhaftieren oder sogar zu töten. Alles im
im Namen des Naturschutzes. Und ich weiß nicht, also wenn im Bayerischen Wald in Deutschland, ich glaube, da würde man so etwas nicht übertragen können, das wäre unmöglich. Aber in Afrika, da muss das sein, weil das ja für die Natur ist. Und das ist also ein ganz, ganz starker Mythos, den wir mit uns herumschleppen. Das wird uns so eingeimpft und das tradiert sich dann in die deutsche Politik, in Initiativen der zivilgesellschaftlichen Initiativen, zum Beispiel die Frankfurter Zoologische Gesellschaft, eine Naturschutzorganisation in Deutschland. Und die Politik sieht dort auch Situationen und finanziert Naturschutzprojekte, wo es um letzten Endes Vertreibungen beispielsweise der Maasai finanziert werden. Ja, vielen Dank. Auf diesen Aspekt werden wir noch zurückkommen. Ja, wir sprechen jetzt noch über ein Kooperationsprojekt. In diesem Bereich möchte ich noch mal Jimson fragen. Jimson, Arbeit ist etwas anders und er arbeitet auch in einer anderen Region des Landes, aber nichtsdestotrotz befasst er sich mit Erinnerungskultur, Erinnerungsarbeit und Provenienzforschung, die Sie durchführen. Und auch eine Verbindung zum Kolonialsystem, das dort existierte. Das ist Ihr Schwerpunkt. Jimson, wie bedeutsam ist Ihre Arbeit? Welche Bedeutung haben auch Sagen, Mythen, traditionelle Überlieferungen für den Naturschutz und die Erinnerung in Tansania? Was heißt das für Ihre Arbeit? Ja, danke schön. Bevor ich weitermache, möchte ich noch mal herausstellen, dass ich also nicht aus den anderen Regionen wie Dar es Salaam komme, sondern Iringa. Und wir sprechen über Iringa Boma. Das ist ein Museum, also in einem historischen Gebäude. Und dieses Gebäude ist ein deutsches Kolonialgebäude. Und also Grundschulen und auch Universitäten besuchen unsere Denkmäler und auch die Monumente. Und wir befassen uns mit möglichst objektiven Darstellungen und dies nicht nur in unserem Museum, sondern jetzt bereisen wir das Land. Wir versuchen, ein Verständnis zu entwickeln für diese Gemeinschaften. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, welche Bedeutung haben Sagen und Mythen? Nun, das Museum ist erst 8 Jahre alt und wir haben im letzten Jahr begonnen, im Bereich Landeigentum zu arbeiten. Aber da muss man auf die Kolonialherrschaft zurückgehen, um die Ursprünge zu begreifen. Wir werden von deutschen Organisationen unterstützt, einer Stiftung aus Witzenhausen. Und Witzenhausen ist eine Akademie für Leute, die auf Kolonialfarmen arbeiten. Und wir haben in der Kilimandschara und Arusha-Region unterwegs gewesen und auch in anderen Regionen. Und dort arbeiten wir an dem Wissen über die Vorväter. Die Landmarkierungen entstammen aus der Kolonialzeit. Das haben wir in Witzenhausen noch mal beleuchtet. Also diese Markierungen werden jetzt anders genutzt. Aber die britische und deutsche Kolonialherrschaft stehen am Ursprung dieser Landverteilung. Und einige Orte haben Wurzeln
Farmen, also Kaffeefarmen in Arusha und auch in der Nitanga-Region Sisal. Und jetzt werden dieselben Produkte jetzt hergestellt. Man hat zum Teil sehr alte Pflanzen und die lokale Bevölkerung kennt zum Teil diese Geschichte. In der Kilimandscharo-Region gibt es unterschiedliche Unkräuter und auch Gräser und in Deutschland gibt es Wissen über dieses und das wird weitergegeben. Aber es ist wichtig, dass das Wissen nicht nur in den Bibliotheken verbleibt, sondern man muss es vermitteln an die lokale Bevölkerung. Und interessant war es gerade in der Kilimandscharo-Region, die Maasai-Gemeinschaften, wir haben denen Bilder aus der Region gezeigt und während wir im Raum saßen, da haben wir ja Bilder betrachtet und dann haben die Leute gesagt, ja, lassen Sie uns doch rausgehen. Also die kennen auch Wild und in Witzenhausen wurden Bilder von Objekten in der Region gesammelt und das Ganze dann aufgearbeitet und dann eben auch im Museum ausgestellt. Und ein weiterer Grund, warum die Dinge im Museum waren, nun die Gemeinschaften und die Dörfer müssen eingeladen werden, sich zu beteiligen, die Geschichten dieser Ausstellungsgegenstände zu erzählen. Zum Beispiel jemand kannte auch den Teil eines Gürtels für Frauen. Das waren Geheimwaffen. Wie konnten diese wie wurden diese benutzt? Und wir forschen noch weiter daran. Wir versuchen also mehr tradierte Informationen zu suchen, die die Geschichte der Ausstellungsgegenstände erzählen. Und wir suchen den Dialog und wenn man tiefer in die Details geht, dann muss man wirklich die lokale Bevölkerung mit einbinden und dann fangen sie an zu erzählen. Und wir sollten nicht nur einfach Objekte ausstellen, ohne die Beteiligung derjenigen, die damit zu tun haben. Und deswegen haben wir auch ein weiteres Projekt im letzten Jahr aufgelegt. Und dieses Projekt hat mit Orten zu tun. Man fragt also die alten Menschen. Und da geht es einfach um gefährdete Geschichten, also Geschichten, die sonst verloren gehen würden. Und sie wissen so viel über die Gegend und die wissen so vieles wie und sind eigentlich die Einzigen, auch wie die wissen, wie man das, die Umgebung schützen kann, die den Naturschutz wirklich kennen. Sie benutzen dafür aber auch ihr eigenes Vokabular. Wenn man über Körper spricht, dann sagen sie, unter dieser Leiche auch zum Beispiel ist eine Schlange und man darf nicht rangehen. Und bei den Maasais hat man auch gefragt, wenn die Leute über ihre Nachnamen sprechen, dann kommt das, sind das häufig Tiernamen. Man hat die Tiere als Teil der Gemeinschaft begriffen und sich nach ihnen benannt. Und wie kann man das Wissen weitergeben an die jungen Menschen? Zeitgenössische Künstler werden häufig jetzt eingebunden, damit diese auf künstlerische Art und Weise die Geschichten erzählen. Und wir haben ein Museum, wo eben Geschichten aus der Vergangenheit bewahrt werden und den modernen Menschen erzählen werden. Und das ist
die Leute kommen. Und das ist manchmal so eine Art Labor sozusagen. Alte Menschen kommen rein und können Informationen auch korrigieren, damit sie korrekt weitergegeben werden. Vielen Dank, Jimson. Leiber, um an das anzuknüpfen, was Jimson eben erzählt hat. Also wie die Dorfgemeinschaften auf Bildern bestimmte Landabschnitte erkennen können. Passt das zu der Forschung, zu dem, was Sie machen, die Gemeinschaften? Wie wird mit dem Vorhandenen umgegangen? Wie wird mit vorhandenen Erinnerungen aus der Kolonialzeit erzählt? Und was sind die Trigger von heute? Nun, die Erinnerungen an die Kolonialzeit. Nun, ich habe auch mit diesen Objekten gearbeitet. Ich habe Objekte jetzt in Anführungszeichen gesetzt, weil das Wort Objekte eigentlich schon hinterfragt werden sollte. Auf jeden Fall macht es mir fast Angst, von Erinnerungen zu sprechen, denn das ist eigentlich eine Materie, die sehr präsent ist. Vielleicht sollte ich sagen oder vorwegschicken, dass die Maasai, mit denen ich gearbeitet habe, Kolonialismus als Begriff nicht kannten, bis ich ihnen von dem Zoologischen Museum erzählt habe und über die Ausstellungsgegenstände gesprochen habe. Also als ich 2019 hierher kam, wusste ich vieles auch noch nicht. Da wollte ich eigentlich arbeiten hinsichtlich der Ausstellungsgegenstände, die Dinge, die wir in der vorherigen Session besprochen haben. Und es ging auch um umstrittenes Eigentum. Dank der Corona-Pandemie haben wir versucht, trotzdem, das war ein Witz. Also ich habe tatsächlich Teile meiner Gemeinschaft dort wiedergefunden. Ich war überrascht, geschockt. Das brachte einfach Gefühle hervor und die wollte ich mit der Bevölkerung teilen. Die Gefühle, das ist eine Frage des Affekts. Wie reagieren Menschen bei der Begegnung mit Besitztümern in Form von Fotografien oder auch visuellen Reizen, wie beispielsweise Kurzfilmen? Und um es vorwegzuschicken, es war nicht gut. Im Gegenteil, es war schlecht. Es gab verschiedene Reaktionen und sehr interessant war auch, wie man eine Verbindung herstellte, also die Teile, die Frauen gehören, beispielsweise dieser Gürtel, über den Sie gerade gesprochen haben, also ein Hochzeitsgürtel. Das hatte eine ganz wichtige Rolle bei der biologischen Reproduktion. Und als ich so etwas gezeigt habe, haben die Leute eine direkte Verbindung hergestellt zu anderen Dingen. Also man sagte, die Dinge gibt es nur hier. Und diejenigen, denen das gehörte, da müssen ja auch irgendwo ihre Überreste zu finden sein. Also das sind Dinge, die man nicht weggeben würde. Also die Leute müssen irgendwo hier sein, ihre sterblichen Überreste. Und es gibt ein Buch, das, glaube ich, 2022 veröffentlicht wurde. Und da sprach man über die menschlichen Überreste von Maasai-Gemeinschaften. Das heißt, die Gefühle waren furchtbar, es war sehr negativ und das hat auch ihr Gemeinschaftsleben auf verschiedene Art beeinträchtigt. Und das, was wir gestern gesehen haben in diesem Film, da ging es
auch um Fragen der Fruchtbarkeit, um Kalamitäten wie Dürre oder auch Viehsterben, Tod und so weiter. Das war plötzlich eine Verbindung und es gab eine sehr starke Verbindung zum Leben, zum spirituellen Teil von Leben. Und insofern hat das emotional so viel ausgelöst. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, es war sehr interessant. Ich habe mich mit Ikonografie befasst, aber die sprachen über Land. Das ist sehr sichtbar, wenn man unsere Heimat besichtigt. Dann sieht man immer noch Farmen oder Ranches und auch Parks. Viele der Parks sind auch in einem Maasai-Land entstanden, Ngorongoro und Tarangeti und Nara. Und sie konnten eine Verbindung dazu herstellen, denn dies ist zugänglich und da konnte man, also diejenigen, die die Dinge mitgenommen haben, das sind dieselben Leute, die auch ihnen ihr Land genommen haben. Diese Verbindung wurde da gleich hergestellt und in diesem Sinn, wenn man das wirklich zu der Landnahme, wenn man das damit verbindet, dann sagt man, das passiert seit der Kolonialzeit und insofern sieht man Kolonialismus anders als wir heute. Kolonialismus ist dort sehr präsent. Das ist, es gibt ja große Firmen, große Konzerne, die meisten von ihnen sind Tourismusunternehmen, die Landnahme vornehmen und das Land verwerten. All das sind kolonialistische Gebaren. Das ist also durchaus nichts, was in der Vergangenheit verortet wird, sondern es ist einfach sehr präsent. Vielen Dank. Sie erwähnten gerade die Investoren und also Investitionen in das Land und Landnahme. Hat das mit den Naturparks zu tun oder ist das noch außerhalb? Im Augenblick ist es mehr. Ich sollte das vielleicht noch mal kurz erklären, also wie wir das Land normalerweise nutzen. Wir sind normalerweise Weidevölker. Wir pflanzen dort Pflanzen und es gab eine. Normalerweise haben wir diese Flächen zum, also Weideflächen und die Kolonialisten im Land denken, das sei einfach Niemandsland sozusagen, unbewohntes Land, das man eben den Leuten wegnehmen könnte. Beispiele dafür gibt es. Sie sprachen auch darüber, was in Ngorongoro Nationalpark passiert, aber auch anderswo. Und dieses Prinzip wird jetzt auch ausgeweitet auf andere Distrikte, nicht nur Tansania, wo wir leben. Also das ist keine Ausnahme. Und das ist einfach jetzt eine Praxis, dass man das auch außerhalb der Naturschutzzonen macht. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es menschliche Aktivitäten innerhalb der Nationalparks und das wird so gesehen, dass das Wildleben, das unberührt ist, dadurch gefährdet wird. Aber in Wirklichkeit ist es eben traditionell einfach Land, das schon immer genutzt wurde, wo es aber einfach keinen Grundbuchauszug für gibt. Ja. Es gibt tatsächlich Wildreserven, die schon demarkiert wurden und auch von Ranchern geschützt wird. Und das wird auch mit der Waffe verteidigt, auch wenn das nicht gut zu heißen ist. Aber diese Orte außerhalb, es gibt ja schließlich auch
Das heißt auch, es ist ein Erbe aus der Kolonialzeit, denn es gibt ja unterschiedliche Stufen. Einige Orte, die schon zu Kolonialzeiten vor den 60er Jahren als Wildreservate erklärt wurden, das wurde dann irgendwann also als Reservat und dann als Naturschutzzone erklärt. Es wurde sozusagen befördert. Da darf man bestimmte Dinge nicht tun, Zugang zu Wasser und so weiter. Und diese Wildreservate werden also dann plötzlich zu geschützten Zonen erklärt und dann sind das registrierte Dörfer. Aber es ist schwierig, denn die Landeigentümer sind auch wirklich etwas verrückt. Es gibt da etwa verschiedene Systeme, ein Landeigentumssystem zum Beispiel. Es gibt förmliche Gesetze, aber das traditionelle Recht wird zwar offiziell auch anerkannt, Gewohnheitsrecht wird aber dann einfach umgewidmet und es gehorcht immer Investitionszwecken. Sie sprachen noch über Finanzierung, Förderung und die Rolle dieser Gelder im Konflikt zwischen den Nationalparks, ihrer Nutzung und die Interessen und Rechte der traditionellen Gemeinschaften und ihrer Gewohnheiten. Wenn wir einmal sprechen über die Rolle der deutschen Entwicklungsgesellschaften in diesem Zusammenhang sprechen, wie würden Sie das beschreiben und was sind die Auswirkungen auf bestehende Spannungen? Ich würde mal sagen, es ist wirklich eine Schande. Ich hoffe wirklich, also es ist eine Schande, dass meine Steuergelder dafür verwendet werden, wie die beiden Vorredner angesprochen haben, wenn man das mal historische Ungerechtigkeiten nennen möchte und ihre Präsenz in der Gegenwart, dass Naturschutzinitiativen weiter finanziert werden, die die historischen Ungerechtigkeiten fortschreiben, also geschützte Gebiete, ja, das gibt es schon so lange. Das ist Naturschutzgebiet und das hat den Landkonflikt nicht verursacht. Das ist ein anderes Thema. Aber ist nicht unsere Schuld. Wir finanzieren das weiter, sagen die Stiftungen. Stiftungen finanzieren also geschützte Gebiete und Schutzmaßnahmen. Das ist eine Art von Naturschutz, die die lokale Bevölkerung ausschließt. Und dann gibt es auch neue Initiativen in der deutschen Entwicklungshilfe, wo die USA sind der zweitgrößte Eigentümer von Naturschutzinitiativen in Tansania. Da werden Gelder verwendet in kolonialer Weise. Diese lokalen Gedanken von Naturschutz werden ignoriert, wie man das Land schützen kann. Die Maasai haben zum Beispiel Methoden zum Landmanagement, was wir als Naturschutz nicht anerkennen. Also fördern wir den traditionellen Naturschutz. Die Menschen werden da als Hindernis für den Wildtierschutz gesehen und gleichzeitig aber setzt sich Tourismus fort. Die Menschen sind schlimm für den Naturschutz, aber wenn wir eine Safari per Flugzeuganreise in Tansania machen und da rumfahren und dann in unsere Lodge gehen, dann schadet das nicht. Also die Förderungsweisen sind sehr verortet in einer kolonialen Struktur. Freiflächen sind für die Reichen und Privilegierten, also was wir schon zu Zeiten des Kolonialismus gesehen haben. Und insofern ist das sehr schockierend. Und dann einige Dinge haben sich geändert, Regeln, Bestimmungen.
Deutschland hat eine Konvention ratifiziert, wo die Rechte der indigenen Völker geschützt werden sollen. Das ist jetzt auch rechtlich bindend, auch die Landrechte indigener Völker zu schützen. Und die Praxis ist dann wirklich, tritt das Ganze mit den Füßen. Es gibt viele Biodiversitätsgesetze. Es gibt eine Klimakrise, die Zeit drängt. Aber so wie es angegangen wird, ist es Teil des Problems. Wenn wir die Förderung einmal überdenken von Naturschutz, dann hätten wir nicht ständig Konflikte mit indigenen Völkern in geschützten Gebieten sehen. Wir müssen mal überlegen, wie wir das Wissen, das vorhanden ist, die Landnutzungspraktiken, die vorhanden sind, dann müssen wir uns auch, wenn das respektiert würde, dann müssen wir uns auch nicht unterhalten über Menschenrechtsverletzungen indigener Völker. Es ist wirklich eine Schande, wie auf der einen Seite die deutsche Regierung so eine Praxis fortsetzt und einfach blind ist gegenüber anderen Naturschutzmethoden, die viel respektvoller sind. Ja, das ist sicherlich ein Thema, was man sehr ganzheitlich angehen müsste. Welche Finanzierungsmodelle im Namen des Naturschutzes angestoßen werden und auf der anderen Seite der Schutz der biologischen Vielfalt. Jimson, aus Ihrer Arbeit und Ihrem Hintergrund, der ja ein bisschen eine andere Perspektive einnimmt. Wie würden Sie den Aspekt bezeichnen, dass man diese modernen Projekte der Entwicklungszusammenarbeit zusammenbringt mit der Unterstützung der lokalen Bevölkerungsgruppen und der Tradition in Ihrer Arbeit und auch in den Regionen, in denen Sie tätig sind? If I understand you well with the reconciling, can you repeat it again? Yeah. Was meinen Sie mit diesem Versöhnen, mit dem Zusammenbringen? Ja, wir sprachen ja über verschiedene Konfliktbereiche, also Konflikte zwischen den lokalen Bevölkerungsgruppen und den größeren Institutionen, also die Verbände der Naturschutzparks und die Interessen, die dann natürlich auch vertreten werden. Und auf der anderen Seite eben natürlich die Interessen der Menschenrechte, die diese Wildgebiete auf traditionelle Art und Weise nutzen. Also diese Spannung, die sich da ergeben zwischen diesen zwei Interessengruppen, inwieweit spiegelt sich das auch in Ihrer Arbeit wider? Gar nicht so sehr, aber ich teile gerne meine Erfahrung zum Thema. Wenn wir uns mit den Menschen unterhalten, die in der Nähe der Naturparks wohnen, dann hört man vielleicht häufig, dass sie also tatsächlich ja wenig Gehör sich verschaffen in der Regierung. Bevor also diese Nationalparks als solche anerkannt wurden, dann sagten sie, dass die Gebiete quasi ihnen gehörten. Das heißt, sie hatten sich daran gewöhnt, sie wussten, wie sie mit den Wildtieren arbeiten. Also nicht wie bei den Maasai, die ja tatsächlich die Wildtiere gar nicht anfassen, also nicht als Fleischproduzenten. Aber in meinem Gebiet, wo ich tätig bin, da hat man traditionell ein Zusammenleben organisiert. Man wusste, wie man mit der Natur, mit den Wildtieren zusammenlebt, wie man sie tatsächlich auch mit einbindet, auch in ihre Ernährung, aber eben auf nachhaltige Weise. Und seit eben diese Nationalparks als solche eingerichtet wurden, dürfen sie darauf nicht mehr zugreifen. Sie werden quasi als Wilderer bezeichnet. Und das hält natürlich die Gemeinden außen vor. Und das führt natürlich auch dazu, dass Regierung und diese lokalen Bevölkerungsgruppen sich gegenüberstehen und sich quasi bekämpfen. Sie sind Feinde geworden. Sie wissen genau, wie sie damit umzugehen haben. Und man hört immer mal wieder von illegalen Jagdaktivitäten. Aber ja, das ist natürlich auch der Grund, warum die Menschen mit den Gewehren durch die Gegend laufen. Also sie sollten
Ja, eigentlich die Menschen schützen und nicht die Tiere. Und wenn die Menschen, die Bevölkerungsgruppen, aber aufgrund ihrer traditionellen Lebensweise eben darauf angewiesen sind, die Wildtiere auch zu jagen in Maßen, dann gibt es natürlich jetzt große Konflikte. Und da gibt es ganz viele Bereiche in Tansania. Wenn man sich die Bevölkerungsgruppen anschaut, die um die Nationalparks drumherum wohnen, und dann sehen sie manchmal die Touristen, die sich dann darin ergießen, diese Nationalparks besuchen, die manchmal auch jagen dürfen, die dann in den Restaurants das Wildfleisch essen dürfen. Aber die, die dort vor Ort leben, dürfen nicht an diese Nationalparks. Und das ist natürlich ein Problem. Ich habe tatsächlich keinen wirklich einzigen Fall, wo es eine friedliche Zusammenarbeit gibt oder ein friedliches Zusammenleben zwischen der Zentralregierung und den örtlichen Bevölkerungsgruppen. Also es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum das nicht funktioniert. Also wenn man sich der Regierung zuhört, dann hat man das Gefühl, man versteht das. Aber wenn man dann wieder den Bevölkerungsgruppen zuhört, dann ist man komplett verwirrt, weil die Naturschutz wird natürlich dort ganz anders wahrgenommen im Vergleich zu dem, welches Narrativ die Regierung vertritt. Also für sie bedeutet Naturschutz natürlich etwas ganz anderes. Es gibt natürlich oft ein lokales Verständnis, dass diese Naturschutz viel tiefer in ihrer kulturellen, in ihrem kulturellen Erbe verwurzelt ist. So wurden sie aufgezogen, wie man mit den Wildtieren zusammenlebt. Wenn man als kleiner Mensch in dieser Gegend wohnt, dann weiß man natürlich, wie man einem Löwen begegnet oder wie man einer solchen Begegnung aus dem Weg geht, wie man mit Elefanten umgeht. Und wenn man dann manchmal durch den Wildpark zieht, dann weiß man nicht, ob der Büffel gefährlicher ist oder der Löwe. Und das ist bei ihnen ganz anders. Also wir haben also eine ganz natürliche Herangehensweise und die Wahrnehmung der lokalen Bevölkerungsgruppen und das, was von den Naturschützern quasi herausgehen wird, ist ganz anders, die eben auch mit Gewehren dort vor Ort sind. Also ich glaube, das ist eine ganz grundlegend ganz andere Einstellung, so wie ich das wahrnehme. Leiber. Wir haben von Linda ja zu den Entwicklungsprojekten gehört, der Ansatz zur Förderung der Biodiversität. Und Sie sprachen zu Beginn darüber, wie das Erbe der Kolonialzeit in Form der Abgrenzung der Landesgrenzen immer noch spürbar ist und wie das Habitat so eingerichtet wird, dass es möglichst frei von Menschen sein sollte. Das hatten Sie zu Beginn ausgeführt. Und nun sprachen Sie ja über Ihre Arbeit in den deutschen Museen, in der eben auch Mitglieder der Gemeinschaft diesen Objekten ausgesetzt werden. Das ist ja ein relativ präsentes Erbe. Auf Nationalebene oder auf Regierungsebene, wenn man sich auch die Museen anschaut, was sollten Ihrer Meinung nach deutsche Akteure tun, um die Rechte der Gemeinschaften stärker zu berücksichtigen und mehr aus der Perspektive der Gemeinschaften zu denken und zu handeln? Ja, vielen herzlichen Dank für die Frage. Da bin ich vielleicht ein wenig pessimistisch. Ich fange mal an mit der Unterstützung, wenn es um Naturschutz sozusagen gibt, indem man eben Naturschutzparks einrichtet und wie Linda es auch schon ausführte. Es kommt so wahnsinnig viel Unterstützung aus dem globalen Norden. Deutschland ist sicherlich, wenn nicht sogar der wichtigste Geldgeber, dann einer der wichtigsten. Wir haben hier auch viele große Organisationen, die sich der Causa verpflichtet fühlen. Mein Vorschlag wäre vielleicht, dass es
keine Finanzierung mehr geben soll in diese kolonialen Schutzprojekte. Denn diese haben wirklich verheerende Auswirkungen auf die Menschen. Vielleicht sollte man stattdessen eine Art des Naturschutzes finanzieren, was auch die örtlichen Führungspersönlichkeiten stärker unterstützt. Wir sprachen ja darüber, wie es eine friedliche Koexistenz gab mit dem Wildleben von jeher. Vielleicht könnte man sich zumindest der Frage anvertrauen, warum gibt es immer noch so viele wilde Tiere auf dem Maasai-Land und andernorts ist es so schwierig. Das wäre doch zum Beispiel schon mal ein Ansatz, wenn man das positiv wahrnimmt. Also könnte man doch denken, dass es vielleicht etwas gibt, was der Mainstream-Bevölkerung nicht zugänglich ist. Vielleicht können sie von uns lernen und diesen Naturschutzansatz positiver umwandeln. Es gibt durchaus sehr stark verwurzelte historische Ansätze, wie die Gemeinschaft mit Naturschutz umgeht, die menschenfreundlicher sind. Es geht ja gar nicht darum, dass man sagt, dass es keinen Tourismus geben soll. Auch das kann sicherlich sinnvoll für die örtliche Bevölkerung sein. Es sind natürlich Beschäftigungsmöglichkeiten, auch daraus kann man Vorteile ziehen. Aber wir haben kein wirklich gutes Gefühl mit dieser Art des Tourismus, so wie er gerade stattfindet, oder mit diesen Großinvestoren, die dann am Ende wieder nur wenigen zugutekommen, die Projekte, die daraus entstehen. Und wer dann letztlich die Kosten davon zu tragen hat, sind eben die Menschen, die vor Ort leben. Wenn wir über die Museen sprechen, ich glaube, da gibt es doch einiges, was noch zu tun wäre. Die gesamte Frage der menschlichen Überreste zum Beispiel. Wir sprachen das ja in der Einführung bereits an. Wenn es um menschliche Überreste geht, dann denke ich, sollte man das Thema sehr, sehr sensibel bearbeiten. Da sollten auch verschiedene Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden. Also eine Maasai-Gemeinschaft hat zum Thema Tod ganz genaue Vorstellungen. Es geht da auch ganz bedeutend um den Bereich der Versöhnung. Und wir können nicht übersehen, dass die sozialen Beziehungen durch die Kolonialzeit stark durcheinandergebracht wurden. Also wenn bestimmte Gebete nicht mehr möglich sind, weil man natürlich auch seine Verstorbenen vermisst, wenn bestimmte Rituale unterbunden werden und andere Probleme. Wir sprachen über das Problem der Fruchtbarkeit. Und ich glaube, das wurde auch im Film gestern gut aufgegriffen. Ich glaube, das ist ein Thema, was man ganzheitlicher angehen sollte. Und für die Maasai-Gemeinschaft ist es so, dass es keine wirkliche Heilung geben kann, wenn man diesen Versöhnungsprozess nicht ermöglicht, also die Wiederherstellung, also auch wenn man zum Beispiel einen Rind opfert, dann gibt es eine bestimmte Zeremonie. Man bedankt sich, man entschuldigt sich bei dem Tier. Und ich glaube, das sind Themen, die wir viel stärker mit den örtlichen Gemeinschaften aufgreifen sollten und das ernster nehmen sollten. Es sollte darüber hinaus keine reine akademische Diskussion werden. Es ist wichtig, dass wir den Schmerz spüren, den auch die Leute vor Ort spüren.
the reality is still there, that es ist wichtig, dass wir die Realität, der Realität auch einen Raum einräumen. Es ist wichtig, dass es auch um persönliche Besitzgegenstände geht. Es geht um menschliche Überreste. Diese gehören der Gemeinschaft. Sie sind Teil ihres Lebens, zum Teil auch ihrer Familien. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass auch in Deutschland deutlicher wird, dass dies tatsächlich ernsthafter aufgegriffen wird. Da ist also noch sehr, sehr viel zu tun. Und auch Ihre Stimmen sind sehr wichtig. Sie haben natürlich eine viel privilegiertere Situation, wenn man den Finger in die Wunde legt. Deutschland ist nicht nur ein Unterstützer, sondern Sie haben natürlich auch eine sehr machtvolle Position, auch Sie, die Sie jetzt hier sind. Sie haben ja die Möglichkeit, sich auch selbst gegen diese Ungerechtigkeiten auszusprechen, die wir heute auf den Tisch legen. Ich glaube, jeder Einzelne hat eine Funktion zu erfüllen und wenn wir das sorgfältig angehen, dann denke ich, wäre auch ein Wandel möglich. So, before I open up, you will have the chance. So, bevor wir jetzt für Fragen öffnen, also nee, wir haben jetzt Zeit für die Fragerunde, vielleicht noch mal 15 bis 20 Minuten, aber vorher möchte ich gerne Linda noch kurz das Wort übergeben. Linda, Sie vertreten ja eine Menschenrechtsorganisation. Sie sind also sehr eng vertraut mit den Rechten der indigenen Bevölkerung und Sie sagten, dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit und ihre Auswirkung nicht immer positiv zu bewerten ist. From a human rights aspect. Aus Menschenrechtsperspektive. Was ist Ihrer Meinung nach wichtig, wenn man sich die Situation der örtlichen Gemeinschaften anschaut? Was wäre da vielleicht noch mal Ihre Abschlusserklärung dazu? Wenn wir aus der Perspektive der indigenen Bevölkerung sprechen, geht es natürlich in erster Linie darum, das Landrecht zu respektieren. Also keine Vertreibungen oder vielleicht auch sogenannte freiwillige Umsiedlung, bevor diese Gemeinschaften auch entsprechend konsultiert werden. Das ist ja im internationalen Recht, Völkerrecht eindeutig dargelegt. Man benötigte. Sie sprechen von der ILO-Konvention, ne? Genau. Und das ist ja dort klar eingefordert, dass es eine vorherige Zustimmung geben muss. Und Deutschland darf zum Beispiel keine Projekte fördern, wenn nicht die Zustimmung der Gemeinschaften vorliegt. Sie sollten also auch keine Autoritäten und Behörden finanzieren, die genau das tun. Und sie sollten auch keine Förderung für Organisationen geben, die genau das tun. Es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Landrechte respektiert werden. Das ist seitens der Menschenrechtskonvention so gefordert. Und ich glaube, auch unsere Podiumsteilnehmer haben deutlich gemacht, dass das grundlegend wichtig für den Naturschutz wäre. Das ist gar nicht so komplex. Also es ist eigentlich ein ganz einfacher Schritt, sich da die Zustimmung der Gemeinschaften einzuholen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Vielen herzlichen Dank erst einmal an das Podium. Gibt es denn Fragen hier aus unserer Zuhörerschaft? Hier drüben haben wir jemanden. Wir können die Fragen sonst auch sammeln, aber sonst fangen wir erstmal mit der ersten Frage an. Thank you very much. My name is Konradin Kunze. Konradin Kunze ist mein Name. Vielen herzlichen Dank. Und ich hatte die Ehre, mit Leiber zusammenzuarbeiten und wurde auch ein bisschen von Linda beraten. Mit den Maasai oder haben das Thema der Maasai bearbeitet und auch den Nachfolgen oder den Folgen der Kolonialzeit. Und vielleicht kann ich kurz ein bisschen teilen, weil wir dann auf unserer Forschungsreise auch eine Safari mitgemacht haben. Das war notwendig, um noch einmal einen Einblick zu bekommen. Und der zweite Teil wäre eine Frage. Ich möchte, dass diese Impressionen, meine Eindrücke noch einmal damit verbinden, was im vorherigen Panel gesagt wurde, also wie wir diese Kolonialgeschichte tatsächlich in Erinnerung behalten. Oh, transferred. Oh.
Oh, wir haben eine Übertragung dessen, was hier gesagt wird, im Raum nebenan. Das ist natürlich auch nicht günstig. Without mic? Soll ich dann ohne Mikro sprechen? Das ist natürlich für uns jetzt als Dolmetscher quasi nicht mehr zu verstehen. Oder wir nehmen einfach ein anderes Mikro. Okay. Yeah, I hope this doesn't transfer to the other room. So, ich hoffe, das wird jetzt nicht nach nebenan übertragen. Also, wenn man in den Serengeti-Nationalpark kommt als Tourist, da gibt es auch so ein kleines Museum. Und Sie erwähnten ja, Hermann von Wissmann, der ja tatsächlich ein Kolonialverbrecher war. Und Sie sprachen ja über die Expedition, wo, also die Strafexpedition, wo auch viele Menschen getötet wurden. Und er wird dort tatsächlich verehrt als erster Vertreter derer, die den Naturschutz gefördert haben. Und das ist im Nationalpark von Serengeti. Und dort finden Sie ein wunderschönes Bild von Bernard Schimek mit eben Julio Cisneros, dem ersten Präsidenten. Und wenn man hier in Deutschland den Frankfurter Zoo betritt, auch dort sehen wir in aber es ist so ein bisschen anders dargestellt und im Beisein eines kleinen Zebras, der ein bisschen hübscher ist. Und das ist kein das fällt nicht zufällig zusammen. Beides wird von der Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt gefördert. Aber das ist tatsächlich der Eindruck, den man bekommt. Das ist die Geschichte des Parkes. Wenn man als Tourist kommt, hat man so diesen schönen Eindruck. Die Frage richtet sich eher Richtung Zukunft. Vor kurzem habe ich gelesen, dass 5% des tansanischen Waldes nun von einer Gesellschaft mit dem Namen Blue Carbon gekauft wurde aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ich würde gern wissen, was dort vielleicht Ihre Angst sein könnte für die Zukunft, was diese gesamten CO2-Verringerungsmaßnahmen zur Folge haben, auch wenn es diese freiwilligen CO2-Kredite oder Punkte oder Ausgleichspunkte quasi bedeuten für zukünftige mögliche Vertreibungen. Ist das vielleicht eine größere Bedrohung als der Tourismus tatsächlich? Was kommt da noch auf uns zu? Können Sie gern beide darauf antworten. So the first part of was a comment, that it's obviously something to Nun, es gibt sicherlich hier noch einiges zu tun, um wirklich auch eine Verbesserung der Erinnerungskultur und das Bewusstsein der kolonialen Täter aufrechtzuerhalten und dann auch CO2-Ausgleichsmaßnahmen. Ich glaube, hier Emirates war, glaube ich, die Fluggesellschaft, die Sie erwähnt haben, in Afrika. Ob das da stattfinden sollte, das wird natürlich debattiert, einschließlich in Tansania. Vielleicht möchten Sie die Frage beantworten. Booming. Ja, das boomt im Augenblick gerade. Ich persönlich some kind of another kind of colonialism. Ich sehe hier eine neue Form des Kolonialismus, gerade wenn es um Landmaßnahmen geht. Denn das hat tatsächlich interferiert das mit dem Leben der lokalen Bevölkerung und der lokalen Natur. Und insofern denke ich, dass auch solche Maßnahmen eine Wirkung haben werden, die sehr negativ ist für das Leben der lokalen Bevölkerung. Das passt genau zu dem, was wir schon über koloniale Naturschutzansätze gehört haben. Insofern, und auch um das zu kommentieren, was Sie vorher gesagt haben, das ist wieder eine Verlagerung des Fokus jetzt, gerade was die
Fluggesellschaft Emirate, Emirates betrifft. Es ist sehr schwierig, sich vorzustellen, was die mit ihrer Investition bezwecken wollen. Das hat wirklich so viel mit Land zu tun und dem Bemühen, Ausgleichsmaßnahmen zu schaffen. Ich denke, das ist aber auch der Hintergrund. Man möchte Ausgleichsmaßnahmen schaffen, aber in Wirklichkeit verhält man sich wieder kolonialistisch. Usually I should say, historically, when ja, historisch gesehen, wenn man die Entwicklung von Tansania betrachtet, dann geht man zurück auf den Kolonialismus. Wir sehen, es gibt ein Memorandum of Understanding. Das braucht man auch. Was passiert denn heute in Tansania? Wir spüren vielfach die Auswirkungen der Geschichte. Nun versucht man, die Wirtschaft anzukurbeln, Investoren zu finden. Und selbst innerhalb des Landes gibt es auch eine Verlagerung des Verständnisses von Investitionen, auch im Investorenforum. Und 8% des Landes, das einem Investor gegeben wird, ist wieder Natur. Auch die Wasserbehörden befassen sich damit. Es gibt sehr viel Verwirrung und die Regierung muss andere Fragen stellen. Und wir hoffen für die Zukunft und wir hoffen auf eine bessere Zukunft. Die Regierung versucht, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um das Leben der Bevölkerung zu verbessern. Aber jetzt kommen eben internationale Stellen und interferieren mit dem, was in Tansania gemacht wird. Langfristig ist es aber so, das, was in Tansania passiert, passiert allen. Die Auswirkungen sind immer international und insofern ist das ein Aufruf, sich konstruktiv an der Gestaltung der Zukunft meines Landes zu beteiligen. Und im Augenblick ist das Argument der lokalen Bevölkerung jetzt vielleicht anders, denn es sind unterschiedliche Standorte, die Motivationen sind unterschiedlich. Die einen machen eine Vorhersage, weil sie in Wirklichkeit Ölvorkommen sich sichern wollen und es ist auch kein Geheimnis mehr. Alles, was wir tun, ist in Deutschland sichtbar. Und genauso, was in Deutschland passiert, ist morgen in Tansania sichtbar. Alles, was wir tun. Die Welt ist einfach kleiner geworden. Wir sind ein globales Dorf und Realitäten lassen sich nicht verstecken. Wenn Sie sich an der Debatte beteiligen möchten, tun Sie das gerne. Und in bilateralen Beziehungen wird immer auf Tansania gedeutet, aber letzten Endes sind wir Bewohner derselben Erde und die einen sind weiter weg, die anderen sind dichter dran. Aber ich möchte anregen, dass man Ratschläge gibt, aber man kann uns nichts aufoktroyieren. Es sieht so aus, als wären wir zwei verschiedene Parteien, aber letzten Endes sind wir alle gleichermaßen betroffen. Und die Geschichte, das ist noch unterschiedlich, aber wir müssen jetzt uns an der Lösung der globalen Herausforderungen beteiligen. Und die Menschen, die die Geschehnisse in unserem Land betrachten, also sie werden letzten Endes alle betroffen sein. Ja, von den
kolonialen Markierungen hin zu CO2-Ausgleichsmaßnahmen. Das war ein langer Weg, aber ein sehr interessanter. Und wir haben hier noch eine Frage aus dem Saal. Bitte. Das Mikrofon scheint nicht zu funktionieren. Dann nehmen Sie doch einfach meins. Thank you. My name Vielen is Dank. Ramona Seitz. Mein Name ist Ramona Seitz. Ich bin Studentin und Journalistin. I have a question to maybe Leiber. Ich habe eine Frage an Leiber. Können Sie dem Publikum noch mal erklären, wie das Wort indigen vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern gesehen wird? Es wird ja immer nach mehr Rechten für indigene Völker gesprochen und wird danach gerufen. Aber auch wenn es andere Themen gibt, zum Beispiel menschliche Überrechte, Repatriierung, Wiedergutmachung, Rückgabe, wie ist es mit der tansanischen Regierung? Very slow from our perspective. Aus unserer Sicht passiert das alles sehr langsam, aber können Sie versuchen, einmal zu erklären, das Verhältnis Nationalstaat-Gemeinschaft, und wir haben ja auch von Nyerere, dem ersten Präsidenten, und Jimek gehört. Was war denn die Vision, damals ein tansanisches Volk zu erschaffen? Es ist ja ein sehr friedliches Land. Die Menschen leben friedlich zusammen, aber wir sprechen hier von Naturschutz. Wie ist es denn mit Kulturschutz? Vielleicht kann ich noch etwas sagen über die indigenen Menschen oder indigene Völker im Vergleich dazu, dass jeder indigen ist. Ich weiß, das ist eine Debatte gerade in afrikanischen Staaten. Ich glaube, in anderen Ländern der Welt nicht so sehr, aber das hat eben mit Kolonialismus zu tun. Indigene Völker werden so verstanden, wenn man eine Gruppe als indigen bezeichnet, dann hat sie bestimmte Rechte im Verhältnis zu anderen Gruppen. So wird es häufig gesehen, aber ich denke, das ist ein Missverständnis. Ich denke, die Rechte, das bezieht sich auf marginalisierte Gruppen, die bestimmte Bedürfnisse haben, zum Beispiel also eine besondere Verbindung zum Land, ihr Lebensunterhalt, der es ihnen ermöglicht, überhaupt erst ihre Menschenrechte auszuüben. Es geht nicht darum, dass jemand etwas bekommt und der andere nicht, sondern es geht darum, einfach, dass man gleiche Voraussetzungen schafft. Und das ist sicherlich eine etwas umstrittene Definition. Aber wie gesagt, ich sehe es so, dass jemand etwas braucht, um genauso leben zu können wie andere auch. Und im tansanischen Zusammenhang, gerade nach der Vertreibung in Loriondo, wo es ja Ausschreitungen gegeben hat, da hat die Regierung in Foren der UN bestritten, dass die Maasai ein indigenes Volk seien. Und es hieß also, ja, sie seien irgendwo eingewandert zu den wirklich indigenen Völkern. Aber ich denke, das müssen wir differenzieren von den tatsächlichen Intentionen. Dann andererseits gibt es nichts. Es gibt eine Identifizierung. Also von außen kann man auch gar nicht bestimmen, wer indigen sein soll und wer nicht. Vielen Dank. Wenn wir das einmal so betrachten, dann kann man sagen, dass die Maasai indigen sein können, gerade unsere Wahrnehmung, wenn wir für unsere Rechte kämpfen und auch unsere Positionierung gegenüber internationalen Bewegungen, die wiederum mit indigenen Völkern zu tun haben. Menschen oder Völkern, Einzelpersonen oder ganzen Völkern.
Die Regierung muss das rechtfertigen. Sie muss beispielsweise Vertreibungen erklären und rechtfertigen. Das ist insofern eine volatile Lage. Und die andere Frage befasst sich mit den Gemeinschaften und der Nation. Ich würde mal sagen, das ist eine divergierende, ein divergierendes Verständnis, gerade hinsichtlich der Museen. Das heißt, die deutsche Regierung mag sagen, wir wollen in Verbindung sein mit den früheren Strukturen von Tansania, beispielsweise die Regierung, die Ministerien. Und dann gibt es die Traditionen und das Nationalmuseum in Dar es Salaam. Das sind also diese formalen Strukturen. Ich würde aber sagen, das divergiert doch stark von den Gemeinschaften und ihren Verständnis. Das ist auch der Fall, wenn wir an Aspekte denken wie Separation. Also Regierung zu Regierung ist eine Ebene. Eine Regierung würde an Wiedergutmachung denken, also an Finanzierung letzten Endes. Aber für die lokale Bevölkerung, gerade für die Graswurzelbewegung, Basisgruppen, zählt das gar nicht. Also da geht es um Entschuldigungen, um Versöhnung und Wiedergutmachung im Sinne ihrer traditionellen Gesetze. Und das muss nicht unbedingt Berührungspunkte haben, diese beiden Strömungen. Und dann gab es ja noch eine Frage zu Naturschutz und Kulturschutz. Das ist sehr wichtig. Der Augenblick, wo man diskutiert über Sammlungen unterschiedlicher Gemeinschaften und wenn die Regierung Angst hat, dass damit Ethnizität gefördert wird. Das war ja die Politik des ersten Präsidenten von Tansania. Es ist sehr offensichtlich, dass unterschiedliche Kulturen dort standen, also 120 an der Zahl. 120 verschiedene Kulturen gibt es immer noch und das kann man auch nicht verhindern. Und diese Stammeslebensweise ist natürlich nicht von oben verordnet. Ja, ich identifiziere mich auch als indigenes Volk. Also ich bin von Hehe-Stamm aus Mukwasa. Und ein indigener Mensch und manchmal wird das als peinlich empfunden, aber ich bin stolz darauf. Und die Deutschen und die Briten haben sich als Kolonialherren verhalten und ich komme vom Stamm der Hehe und nach der Unabhängigkeit wurden wir praktisch eingeteilt in unterschiedliche Reservate und wo wir zugehören sollten. Und hier liegt eine Verwechslung vor. Also wir sind ein neues Volk und zwischen 1960 und 1970 wurden wir angegriffen in diesem Status sozusagen.
Wir müssen einfach in der Geschichte zurückgehen, um unsere Beziehung zum historischen Teil hinterfragen. Und es gibt viele ethnische Gruppen, die noch in Verbindung stehen zu ihren Traditionen. Also die Unabhängigkeit und Wiedervereinigung von einigen Gruppen wurde da einfach verwechselt. Also das eine ist der Nationalstaat und die Maasai hat eben sehr viele unterschiedliche Stämme und wir haben 120 auch unterschiedliche ethnische Gruppen und die wurden einfach in einen Sack gesteckt sozusagen. Und wenn ich gefragt werde, ob ich ein indigener Tansanier bin, ja, dann würde ich das so sehen. Als ich nach Deutschland kam, da fühlte ich mich nicht bedroht in meiner Existenz. Also wir sind letzten Endes sind wir eine Nation und diese Demarkierungslinien sind nicht relevant. Leiber, Linda und Jensen, wir danken Ihnen sehr herzlich, auf dem Podium gewesen zu sein. Wir danken dem Publikum für die Fragen. Und wir bekommen hier noch eine Anmerkung. Ja, genau, es gibt Mittagessen. Das ist unten im großen Saal. Vielen Dank, dass Sie hier waren.